So, wo sich mir jetzt hier wirklich die Frage stellt, ist natürlich, ob das Ganze überhaupt im DanA4 hier tatsächlich umsetzbar sein wird mit dem Ryzen-Setup, das ich hier angestrebt habe. Ja, einfach weil, wenn ihr euch das anschaut, der Kühlkörper sitzt hier wirklich relativ weit unten. Dieser gesamte Platz hier hätte natürlich besser genutzt sein können, aber das ist natürlich abhängig von der Platzierung des Sockels und entsprechend. Ja, ist hier der PCIe-Slot relativ stark überhangen. Das heißt, in einem anderen Gehäuse, wo kein PCIe-Riser zum Einsatz kommt, wäre gar keine Chance. Und wir werden jetzt gleich überprüfen, wie wir das Ganze hier im DanA4 umsetzen können und ob das Ganze hier überhaupt machbar sein wird. Also, auf geht's! Okay, das wird komplizierter, als ich gedacht habe, denn ja, wenn, dann müssen wir das Ganze so machen, dass wir das Ganze hier demontieren. Erst den PCIe-Riser anbringen und dann erst den Kühlkörper anbringen. Das wird sehr kompliziert. Ja. Mal schauen, ob sich das hier ohne Probleme machen lässt. Ansonsten ist das Projekt hier direkt an der Stelle gescheitert und ich kann die Kompatibilität hier schon mal für euch definitiv verneinen, aber hoffen wir, dass das Ganze vielleicht doch möglich ist. So, wir werden das Ganze jetzt wie folgt machen. Ja, Schrauben sind gelöst. Wir werden den Kühler jetzt hier so ein bisschen zurücksliden. Ja. Ja, so. Ich hoffe, dass das soweit reicht. Ich glaube, es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier so umsetzen. Find me in the corner of the room, not ready to resume, cause I So, Freunde, der Blackridge ist jetzt hier soweit an Ort und Stelle installiert. Das Ganze hat hier wirklich wunderbar reingepasst und ich finde, das Konzept um den Blackridge fügt sich hier einfach im DanCase 1 zu 1 zusammen. Also hier mit dem SFX-L Power Supply, also die Large-Variante statt SFX, ja. Da wir nicht auf den Acetec-Wasserkühler angewiesen sind, haben wir eben diesen Spielraum. Und mit dem Nightjar 450, ja, also das lüfterlose Netzteil hier von Silverstone, ist man hier wirklich in einem Konzept, das richtig was hermacht. Also schwarzer Kühler, ja, also optisch ist der Blackridge natürlich richtig nice und kombiniert mit dem Low Profile von Corsair, also den schwarzen Arbeitsspeicher, den schwarzen Kabeln hier, die überall zur Geltung kommen und dem schwarzen Netzteil, so von der Aluminiumverkleidung, sieht das Ganze natürlich einfach ziemlich sick aus. Also kann man nicht anders sagen. Das sieht schon richtig badass aus. Ja, also gefällt mir schon mal sehr gut, dass das Ganze hier wirklich auf den Millimeter abgestimmt passt. Ne? Ist ja auch dafür gemacht worden. Also, jetzt muss das Ganze nur einmal verkleidet werden und dann können wir auch schon ein paar Temps aufnehmen. So, Freunde, also ich habe jetzt hier das Testsystem mit dem Ryzen 2700X und dem Alpenföhn Blackridge eben ausgestattet, getestet. Der Defekt, der eben von Alpenföhn selbst zugegeben wurde und von Caseking eben in einer Rückrufaktion geendet ist, tatsächlich vorhanden ist.
ich habe zwei Stück bestellt gehabt von zwei verschiedenen Shops, eben einmal Case King und von einem anderen Shop, der mir gerade nicht einfällt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, um eben zu schauen, weil das Case King Modell war am Anfang schon sehr stark verbogen, sodass man das Ganze eben zurechtbiegen musste. Und das ist einer der Modelle eben gewesen, wo die Heatpipes nicht gescheit verlötet waren. Es sind fast alle Blackridge Modelle davon betroffen. Das ist sehr, sehr ärgerlich, einfach weil es ein wirklich interessanter Kühler ist. Ja, und was für Resultate können wir hier jetzt aufweisen? Ganz einfach, wir gehen jetzt einfach mal im Idle. Ja, wir sind erstens im Stock, wir sind nicht übertaktet. Und die Lüfter drücken schon ihre Unzufriedenheit aus. Wir sind jetzt hier bei einem Min von 55 Grad Celsius aktuell, die Core Temp hier ausliest, und wir schmeißen mal eine einzige Runde Cinebench an, um zu checken, wie die Temperaturen hier nach wenigen Sekunden hochgehen. Also wir sind jetzt schon nach einem einzigen Knopfdruck im Cinebench bei 75 Grad, 79 Grad Celsius, 80 Grad Celsius, 81 Grad Celsius, ja, 82 Grad. Also das Ganze könnte bestimmt schlimmer sein. Also wir haben jetzt schon 84 Grad. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall im Stock einen Wert von 1529 im Cinebench rausbekommen. So, das waren jetzt gerade eben unsere Ergebnisse. Minimum von 55 Grad Celsius, Maximum von 84 Grad Celsius in einer Runde Cinebench. Und bevor ich jetzt hier zu früh schlussfolgern werde, ja, werde ich jetzt einfach mal das System neu starten und einen Overclock anwenden. Ja, wir haben jetzt im Stock mit XMP-Profil gearbeitet und jetzt werde ich mal meine zwei, drei Tests, die ich auch damals mit dem Cryorig und der Acetec Wasserkühlung gemacht habe, eben wiederholen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Lüfter deutlich leiser ist als der vom C7. Der C7 ist wirklich unerträglich laut. Das Ding hier ist, ja, sagen wir, moderat, also wirklich nicht aufdringlich von der Lautstärke. Selbst wenn das Ding auf 100% läuft, ist es halt so ein leichter, nicht übertrieben lauter Geräuschpegel. Also es ist eines dieser Geräusche, die wirklich nicht störend sind, die sich auch gut in der Umgebung sozusagen vom Hall verteilen. Also es ist nichts irgendwie so ein hohes oder sehr störendes Geräusch. Also an der Stelle hat der Blackridge definitiv einen guten Lüfter verbaut, der mir definitiv gefällt von dem Geräuschpegel her. So, Freunde, ich boote gerade mit 1,175 Volt, ja, für 4 GHz im Overclock. All-Core ist angewendet und wir werden jetzt einmal gleich abchecken, ob das Ryzen 2700X Modell jetzt hier, was hier verbaut ist mit dem Alpenföhn Blackridge, selbst wenn er vielleicht sogar eine Fehlproduktion ist, das Ganze trotzdem auf die Beine bekommt. Eine Sache anzumerken ist, dass eben der Blackridge ab Werk die Luft nach außen pustet, was für mich weniger Sinn macht, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mir eher gewünscht gehabt, dass der Blackridge eben die Luft ab Werk schon nach innen saugt, also kühle Luft. Ich werde das Ganze definitiv testen mit dem Intel-Prozessor, also mit dem i9-9900K und den i7-9700K, und testen, was für eine Auswirkung der Blackridge sozusagen mit der Position oder der Ausrichtung des Lüfters sozusagen mit sich bringt. Ja, Core Temp wird wieder angeschmissen und Cinebench auch für den Run. Wir sind jetzt schon bei 59 Grad Celsius. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt hier gleich bei rumkommen wird. Auf geht's. Wir sind bei 78 Grad Celsius. Und ich glaube, dass der Prozessor das allgemein nicht hinbekommen hat. Da war mein letzter 2700X deutlich besser. Ja, das sieht nach einem Freeze aus. So, Freunde, ich wollte noch einmal meine abschließenden Worte zum Alpenföhn Blackridge sagen. Also ich bin zumindest von dem ersten Eindruck sehr, sehr begeistert von dem Kühlerkonzept, wie das Ganze hier in dem Dan A4 SFX sich umsetzt, von der Platzierung her. Es ist natürlich nicht für jedes Motherboard geeignet in der Umsetzung hier, vor allem mit dem B450i oder dem X470i von Asus, also für Ryzen.
ist das nicht optimal. Man muss einmal auf das M.2-Shield verzichten. Der PCIe-Slot ist nur sehr, sehr schwer erreichbar. Und zusätzlich ist der Alpenföhn Blackridge einfach derzeit noch komplett mit Fehlern übersehen, einfach weil eine fehlerhafte Charger in den Handel gekommen ist, die eben nicht richtig verlötet ist, also von den Heatpipes her. Und das geht natürlich gar nicht klar. Also ist ein riesengroßer Reinfall dafür, dass das Ganze auch kein wirklich super günstiger Kühler ist. Wenn man bedenkt, der C7 kostet eben seine 25, 30 Euro. Das Ding, ja, mit seinen 40 bis 50 Euro definitiv etwas teurer, aber immer noch für so ein spezielles Nischenprodukt wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen. Gute Verarbeitung, wäre es nicht fehlerhaft verlötet worden. Ist natürlich echt schade und ärgerlich für alle Leute, die sich auf diesen Kühler so sehr gefreut haben wie ich. Und jetzt darf man natürlich warten, bis man Ersatz bekommt oder ja, vielleicht schafft es der Blackridge deswegen nie in den Handel. Also ich habe jetzt eine Variante zum Glück bekommen, die diesen Fehler nicht hatte. Das Modell, was ich jetzt hier mit dem Ryzen 2700X getestet habe, ist natürlich echt bescheiden, dass ich jetzt gerade meine Zeit so ein bisschen verschwendet habe, nur um dann so hohe Temps zu sehen und das Ganze jetzt auseinanderbauen zu müssen und in den Widerruf zu gehen. Und ich finde, so etwas darf mit einem Produktlaunch einfach nicht passieren. Das ist, man fühlt sich dann noch weniger wie ein Beta-Tester, sondern wirklich einfach so in der Prototypenphase. Und das geht natürlich in einem releaseden Produkt natürlich gar nicht. Von daher weiß ich nicht genau, was dort jetzt schiefgegangen ist, dass die Qualitätskontrolle so stark gescheitert hat. Und ja, wie bereits gesagt, Blackridge von Alpenföhn, schönes Konzept, leider noch nicht marktauglich. Und von daher danke ich euch an der Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV, vielleicht dann mit dem Alpenföhn Blackridge, mit der nicht ganz so miserablen Variante, wenn ich den i7-9700K und den i9-9900K von Intel testen werde. Wieso die zwei? Ganz einfach, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Kühler einfach das Potenzial von einem i9 tatsächlich ausschöpfen kann und eben mit dem Wattverbrauch, mit der TDP einfach klarkommt, die das Ding niederschreibt. Und der i7-9700K hat zwar kein Multithreading, beziehungsweise Hyperthreading, aber eben seine 8 realen Kerne und einen relativ guten Takt. So, und wenn der Unterschied jetzt von der Temperatur stark ausfallen sollte, dann werde ich mir eben überlegen, welchen der zwei Prozessoren ich jetzt tatsächlich nehmen werde. Und für welchen ich mich entscheiden werde, werdet ihr dann entsprechend sehen. Bis dahin freut euch auf eine weitere Runde hier bei mir. Und dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that you see on GAX TV. Haut rein, Leute!